Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Codierung. Schauen wir uns mal den Zeichenvorrat an der Zahlensysteme, die wir so kennen. Ja, also wir kennen zum Beispiel das Dezimalsystem mit 10 Ziffern. Da gibt es also 10 Zeichen, ja, 0 bis 9, und die haben eine bestimmte Bedeutung. Im Hexadezimalsystem brauche ich 16 Ziffern, und dann gibt es also 0 bis 9 und A bis F. Und im binären Zahlensystem habe ich genau zwei Ziffern, nämlich 0 und 1. Ja. Maschinen verwenden meistens das binäre System. Ne? Das heißt, um jetzt Informationen da drin ablegen zu können, muss ich immer mehrere Bits kombinieren. Ja, also mache ich ja im normalen Zahlensystem auch so, um zum Beispiel die Zahl 53 darzustellen, kombiniere ich ja auch das Zeichen 5 mit der Zahl 3. Ne? Also muss ich hier einfach mehrere Bits kombinieren, um bestimmte Informationen abzulegen. Also machen wir mal als Beispiel Kombination von 3 Bits. Wie viele Kombinationen wären da unterscheidbar? Schauen wir uns das mal an. Also 000, 001, 010 und so weiter. Kommen wir also irgendwann bei 111 an und haben dann 8 verschiedene Bit-Kombinationen. Das heißt also, wenn wir eine Anwendung haben, wo wir 8 verschiedene Zeichen oder 8 verschiedene Informationen unterscheiden müssen, dann würden uns in dem Fall 3 Bit reichen. Gut. In der Praxis braucht man ja verschieden lange Kombinationen quasi, und die nennt man dann Binärwort. Ne? Das heißt also, ich sage einfach, so und so viel Zeichen sind jetzt mal für mich ein Wort, und mit diesen Worten arbeite ich. Und eins der populären Wörter oder Wortdefinitionen ist das Byte. Das ist nämlich ein Binärwort der Länge 8. Ne? Also 8 hintereinander geschaltete Bits sind ein Byte. Die haben dann 256 mögliche Kombinationen, und damit könnte ich, wenn ich jetzt das Byte als Zahl auffasse, den Bereich von 0 bis 255 abdecken. Dann gibt es noch das Wort, den Begriff des Maschinenwortes. Ja, das ist ein Binärwort mit fester Länge, das meist parallel verarbeitbar ist auf eben einer bestimmten Maschine. Ja, Beispiel 32-Bit-Rechner, 64-Bit-Rechner, ja, oder Signalprozessor mit 128-Bit und so weiter. Das heißt, auf dieser Maschine ist ein Wort, mit dem die Maschine so normalerweise arbeitet, hat eine feste Länge. Und diese Länge, also das Wort, was sich daraus ergibt, das nennen wir Maschinenwort. Und das ist natürlich auf jeder Maschine, kann das anders sein. Ne? So, und die können wir jetzt auch noch zusammenfassen. Also man geht immer von diesem Byte aus mit den 8 Bit drin, und die fasst man jetzt zusammen in jeweils 2 hoch 10er Blöcken. Ja, da gibt es dann die Präfixe zu, so wie wir das aus der ISO auch kennen, ne, mit Kilo, Mega, Giga und so weiter, gibt es die in der Informatik auch. Also 2 hoch 10 sind dann 1024, da wäre das Präfix Kibi, also ein Kibi-Byte. Dann 2 hoch 20 wäre dann ein Mebi-Byte. Ja, 2 hoch 30 wäre dann ein Gibi-Byte. Und so weiter. Ne? TB-Byte, PB-Byte und XB-Byte. Jeweils dann 2 hoch 40, 2 hoch 50 und 2 hoch 60. Ne? Und Sie sehen immer, das sind immer so ein paar Byte mehr, als wir eigentlich von den Normpräfixen Kilo, Mega und Mibi und Giga erwarten würden. Ja, jetzt ist auch klar, warum die Marketingabteilung der Festplattenhersteller lieber mit den ISO-Einheiten arbeiten. Ne? Dann werden die Festplatten ja nominell zumindest gefühlt größer. So, wenn ich jetzt also sage, ich kombiniere immer eine bestimmte Menge an Bits, um etwas darzustellen. Ne? Das machen wir im Prinzip implizit, wenn wir in Java programmieren auch. Wir sagen, ich brauche ein Int, und dann legt der Compiler eben fest, ich brauche so und so viel Bit, in dem kann ich dann eine Ganzzahl ablegen. Ne? Also diese Ganzzahlen wären jetzt mal einer der wichtigsten Grunddatentypen, die haben eine feste Breite. Ne? Es sind immer so und so viel Bit. Dann kann ich ja reelle Zahlen darstellen, also die Fließkommazahlen, die haben auch eine feste Breite. Ich kann jetzt in dieser festen Breite, so und so viel Bit ist das Ding breit, deshalb gibt es ja auch diese historische Unterscheidung zwischen Float und Double. Ne? Beim Double sind es einfach doppelt so viel Byte, doppelt so viel Bit. Und da drin kann ich jetzt das Komma verschieben, aber der Datentyp bleibt gleich breit. Ne? Das heißt, wenn ich sage, ich habe eine reelle Zahl, das ist die 0,001, dann ist die genauso breit wie die 2000. Ne? Ist immer gleich viele Bit für verbraucht. So, jetzt kommen wir zu dem Klassiker der Zeichenkette. Da haben wir ja schon mal festgestellt, bei der ist irgendwas anders. Ja? Die
kann ja verschieden lang sein. Das heißt also, hier brauche ich zwei Dinge, um jetzt mit diesen einfachen Bits, die ich sequenziell schalte, also eine bestimmte Menge davon, sequenziell, um dann wirklich eine Zeichenkette darzustellen. Als erstes brauche ich mal eine Vereinbarung, wie ich die Länge festlege. Ja, oder wenn ich nicht die Länge festlegen will, dann doch zumindest, wie ich feststelle, ob die Zeichenkette schon zu Ende ist. Ja, also, und das zweite ist, ich muss jetzt auch die Buchstaben kodieren. Ja, das heißt, in dieser Zeichenkette sind jetzt hintereinander ganz viele Bits. Und jetzt muss ich irgendwie festlegen, wie komme ich denn von diesen Bits, also von diesen Zahlen oder Bitmustern, wie komme ich denn von denen jetzt zu den Buchstaben? Ja, die müssen ja irgendwie zugeordnet werden. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine Kodierung mit fester Länge, ja, dann sage ich einfach, jedes Zeichen wird durch eine Zahl fester Breite abgebildet, ja, im einfachsten Fall irgendwie ein Byte, ja, oder eine 7-Bit-Zahl. Ja, das hätten wir zum Beispiel beim ASCII-Code. Ja, da sage ich einfach, alle Zeichen sind gleich breit und wenn da ganz viele Bits hintereinander kommen, dann nehme ich die ersten 8 Bit, das ist ein Zeichen, dann nehme ich die zweiten 8 Bit, das ist das nächste Zeichen und so weiter. Ich kann aber auch hingehen und kann sagen, nee, ich möchte eine variable Länge haben, ich möchte zum Beispiel Zeichen, die öfter vorkommen, kürzer kodieren, also mit weniger Bits, als Zeichen, die nicht so häufig vorkommen. Und so macht es zum Beispiel UTF-8, ne? Da werden also erstmal die wichtigsten Zeichen in so einem mit einem Byte zwischen 0 und 127 kodiert und die anderen werden dann eben mit anderen Bitwerten, Bytewerten dann definiert. Schauen wir uns ganz kurz als Beispiel mal den ASCII an. Sie sehen es hier. Der ASCII, da geht es oben links bei 00 los, das ist null. Dann kommen da so eine ganze Reihe Steuerzeichen, ja, und irgendwann so bei 48 kommen dann die Zeichen, die wir kennen. Also 48 ist die 0, 49 ist die 1. Ja, dann bei 65 haben wir das große A. Und so weiter. Da kommen dann die ganzen Zeichen. 97 ist das kleine A, dann kommt das ganze Alphabet, bis wir irgendwo bei der 122 mit dem Z auftauchen. Dann haben wir noch ein paar Klammern, dann die ganzen mathematischen Operatoren und das alles zusammen ist der ASCII-Code. Sie sehen, der geht auch nur bis 127, das heißt, der benutzt zwar ein ganzes Byte, also 8 Bit, hat aber nur eine Definition für die ersten die zweiten 7 Bit. Das erste Bit ist im Prinzip Reserve. So, und als Hausaufgabe schauen Sie sich jetzt mal an, wie machen wir das eigentlich bei dem UTF-8? Ich habe es eben schon gesagt, bei dem UTF-8, da werden jetzt die Buchstaben nicht mit einem Wort beschrieben, was überall die gleiche Breite hat, sondern es können verschiedene Buchstaben mit verschiedenen langen Worten, also Binärworten, beschrieben werden. Schauen Sie sich das mal bitte an, können Sie ein bisschen recherchieren, wie das funktioniert. Dann können wir das mal im Plenum diskutieren, wie das gemacht wird. Ja, und für diese Diskussion treffen wir uns dann zur Vorlesungszeit im Plenum.